Ach ja, so. Jetzt kann man die Schnuffelmaske ablegen. Freies Atmen ist nötig für freies Denken. Das ist von manchen von Ihnen hier nicht so gewünscht. Hat man eben auch bei den Reden gehört, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Vielleicht noch, um auf die Vorredner einzugehen. Also Herr Dickhoff, Physik, Radioaktivität, Sie haben eben gesagt, wäre eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Nein. Radioaktivität ist 1896 von Herrn Becquerel entdeckt worden, das war im 19. Jahrhundert, und es ist auch keine Erfindung, sondern Radioaktivität gibt es seit 5 Milliarden Jahren zumindest auf der Erde, und vorher gab es auch noch das Ganze. Und wenn ich eben gehört habe, Sie wollen Pflanzen züchten mit weniger Wasser, das ist gut, das ist ganz klar, dafür brauchen Sie mehr CO2, die Pflanzen, das ist nun mal so. Aber okay, das haben wir ja dann vielleicht ein bisschen mehr, ist ja alles nicht so dramatisch, das Ganze. Durch das CO2, durch die leicht gestiegenen Werte, gibt es ja auch einen Greening-Effekt, einen ausgeprägten. Gut, kommen wir zu dem Antrag zu den Züchtungen. Das ist eben schon gesagt worden, Herr Mendel publizierte 1866 seine Entdeckung über Vererbungsvorgänge. Auch er wurde dann entsprechend, natürlich wie das immer so ist bei manchen Wissenschaftlern, was nicht politisch korrekt ist, wird dann versucht, teilweise auszumerzen und zu unterdrücken. Doch finden sich heute seine Regeln in praktisch jedem Biologieschulbuch. Und damals waren die Pflanzen- und Tierzucht durch jahrelange, jahrzehntelange Kreuzungsversuche geprägt. Das dauerte halt alles. Die Tiere und Pflanzen wurden so lange befruchtet, bis halt zufällig mal die gewünschte Tochtergeneration diese Merkmale aufwies. Und das ist richtig, diese neuen gentechnischen Züchtungsmethoden wie CRISPR-Cas, die beenden natürlich dieses Roulette-Spiel praktisch, weil man zielgenauer dazugreifen kann. Und deshalb wird es auch Zeit für mehr Hoffnung in die moderne Züchtungsforschung, welche natürlich ohne verlässliche Rahmenbedingungen nicht funktionieren kann. Und die Regeln für das Gentechnikrecht beruhen auf überholten Vorstellungen. Dafür müssen wir wegkommen. Wir müssen hin zu einer stärkeren Beurteilung, welche Gefahren von einem Produkt ausgehen und nicht danach ein Produkt zu beurteilen, wie es hergestellt wurde. Und dabei geht es nicht primär darum, ob Deutschland in einer Zukunftstechnologie mitspielt oder wieder mal nicht, sondern einfach um die bedingte Unmöglichkeit, in Zukunft überhaupt noch erkennen zu können, ob etwas mit CRISPR-Cas verändert wurde oder durch eine andere Zufallsmutation entstanden ist. Man wird es einfach am Produkt nicht mehr erkennen können. Und wenn man es am Produkt nicht mehr erkennen kann, dann kann man auch das Produkt nur am Produkt bewerten und nicht an der Herstellungsweise. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich wichtig, dass das Produkt nach den Maßgaben des Schutzes von Gesundheit und Umwelt selbst überprüft wird und nicht aufgrund einfach einer Technologiefeindlichkeit zu verurteilen. Und in diesem Sinne stimmen wir auch für Technologieoffenheit und für wissenschaftlichen Fortschritt. Ja, kommen wir zu dem Antrag nochmal im Detail. Er richtet sich insbesondere natürlich, wir sind hier im Landtag, und er richtet sich natürlich an Bund und die Eurokraten. Und er hält aus naturwissenschaftlicher Sicht reine Selbstverständlichkeiten, das begrüße ich ausdrücklich. Er hält Selbstverständlichkeiten, wenn man sich einen Rest rationalen Denkens erhalten hat und die Ökoideologie nicht komplett den Geist vernebelt hat. Und damit wäre er eigentlich für Sie als Regierungsparteien überflüssig. Denn Sie sind ja noch an der Regierung. Allein, dass Sie ihn stellen müssen, das ist allerdings das Interessante und das macht ihn bemerkenswert. Denn Sie müssen ihn offenkundig stellen, um Ihrer grünen Umweltministerin Sie zur Technologieoffenheit zu verpflichten, zumindest und einen gewissen Grad an Rationalität zumindest, weit weg von ihrer grünen ideologischen Politik, die sie sonst betreibt. Und das ist das eigentlich Bemerkenswerteste und Charmante an diesem Antrag. Da haben Sie wirklich einen guten Antrag gemacht, den ich auch gerne mit Ihnen dann im Umweltausschuss diskutieren werde. Ich freue mich da auch drauf. Insbesondere, Sie haben ja schon gesehen, von der CDU, Ihr zukünftiger Koalitionspartner, Ihr Angestrebter, der steht ja der Gentechnik doch ein bisschen anders gegenüber, als Sie das tun. Und das wird sicher lustig werden, wenn der entsprechend dann abgelehnt wird. Wir tragen ihn mit und ich würde mich wirklich freuen, wenn dann auch die Umweltministerin mehr Rationalität an den Tag legen würde. Besten Dank. Jetzt muss ich die Schnuffelmaske, glaube ich, wieder aufsetzen. So.